Fertig? Ja. 3, 2, 1. Herzlich willkommen zurück zu Wisdom. Wisdom Empire mit dem Guru bei. Und dem Nephias. Wisdom. Wisdom. Der Name ist eigentlich ganz geil, finde ich. Wisdom Empire. Besser als Trust and Betray. Na, Trust and Betray war auch cool. Trust and Betray, ja, das war geil. Ich trau mich da nicht runter, da sind zu viele Monster. Aber theoretisch habe ich jetzt ein Eisenschwert. Ich könnte was rocken. Niemand Ember sagen. Kann ich immer. Ach nee, Moment. Ich habe ja auch die Steinspitzhacke. Ah, jetzt kann ich Ember abbauen. Ah. Wo war jetzt das Loch, wo ich reingegangen bin? Ach hier. Ja, das frage ich mich auch immer. 8 Iron habe ich und 43 Kohle. Also es läuft. Nein! Oh Gott! Da ist noch Eisen. Ich habe so Angst zu sterben, das Gefühl, sterben zu können, habe ich bei Trust and Betray nicht mehr gehabt. Ich hatte das gerade, als die Spinne in der letzten Folge mich angegriffen hat. Oh, eine Fledermaus, aber ich kann ja dann nicht fliegen, ne? Das ist sehr schade. Versuch es wert. So hoffen und es ist ein magisches Modpack, es ist ein magisches Modpack. Ich muss fliegen können, ich muss... So vom Berg fallen. Das wird wehtun. Was ist hier los? Au. Schimmel Reed Ore. Ja, kannst du mit Eisen abbauen. Ich hab leider nur Stein. Das tut mir leid. Ich würde jetzt sagen, geh in meine Hütte. Aber darfst ja nicht. Ich habe ja Eisen da, ich muss das nur brennen. Ja. Aber ich möchte mir noch ein bisschen Stein abbauen und dann kann ich auch schon wieder... Arcane Ore, boah, was ich hier finde. Ich kenne die ganzen Ores gar nicht. Oh, sie leuchten aber im Dunkeln. Ich sollte sie da lassen, dann habe ich hier Licht. Ich habe nämlich keine Fackeln dabei. Nee, Faye. Was denn? Rookie Mistake. Ruby-Ohr, ich kann tauschen, Bitches. Yes. Hast du den Timer eigentlich gestartet? Ja, ne? Ja. Haste. Oh, Haste-Kristall. Oh, wo ist der Zombie? So, du sagst, Goldäpfel sind vielleicht ganz geil. Nächstes ja, aber also, wenn du Gold findest, mitnehmen. Aber du hast keine Eisen, ne? Braucht man Eisen für Gold? Ja. Boah, ich stehe hier in einem Haste-Kristall, das ist so gut. Ich habe ja 14. Oh, dieser Haste-Kristall ist so gut. Das Ding ist halt, du musst halt echt mit diesem bescheuerten Holz anfangen. Bauen. Ja, ja. Deswegen wollte ich gar nicht so viel bauen am Anfang, sondern nur eine Kiste und ein kleines Hütchen zum Pennen. Und dann, wenn ich Material habe, anfangen. Ja, Wolle wäre vielleicht auch noch geil zu finden, ne? Ja, ich habe die Schafe an der Nähe unserer Base eigentlich fast alle gekillt für mein Bett. Du brauchst 3 Schafe. Du hast alle Schafe gekillt, hast du? Ich habe eine Wolle noch über. Ah. Okay, damit komme ich nicht. Ich häng fest. Alles wieder gut? Ja, ja, läuft. Hashtag bei mir läuft. Hashtag, was ist das hier? Ach, ein Jump Boost. Ich habe daran gezeigt, dass man, also wie viel man noch hat, so. Unten links, ja, da ist bei mir die Aufnahmezahl. Aber das ist bei Feed the Beast eigentlich immer so. Amber, nee, bei Dings war das nicht. Bei Unleashed. Bei Monster war es so. Ja, bei Monster. Ich habe so viel Feed the Beast Unleashed gespielt. Hätte so ich mir vielleicht einen Waypoint setzen sollen? Hättest du vielleicht. Hm. Naja, ich finde schon zurück. Sagte er und fand nie wieder zurück. 6 Folgen später. Wenn ich jetzt unten in der Höhle bin und das ist unter einem Gelände, was ist dann? Bin hier auf dem... Ja, das ist noch nicht Regel. Da gibt es noch keine Regel zu. Ich laufe hier gerade durch den Wald. Wenn ich gleich die Magier finde, bin ich selber schuld, oder? Ja, die Magier sind aber ein gutes Stück von uns weg eigentlich. Da sind Schweinchen. Ich suche aber Schäfchen. Was ist das hier? Oder ich kill halt genug Spinnen, damit ich mir Wolle machen kann. Oh, Kohle ohne Ende. Spinnen für Wolle. Oh Gott, da hast du aber einiges vor. Ja, Strings. Du hättest zum Rainbow Forest gehen können. Da hättest auf jeden Fall genug Tiere gehabt. Ja gut, das hast du früh. Fällt mir gerade so ein. Das war doch da spawnen doch instant 50.000 Tiere, oder? Ja. Ist halt vielleicht nicht so geil für den Server. Doch. Doch. Oh, Opal. Hier gibt's so viele bunte Steine. Ich weiß auch nicht, wie man mit Farmcraft anfängt. Ich fange damit an. Man fängt mit einem Buch an. Was? Man braucht erstmal das Taumonomikon.
Ja. Ja, das so fängt es schon an. Da fängt's an. Und dann folgst du halt den Anweisungen, die da drin stehen. Ja, eigentlich schon. Und dann opferst du irgendwann irgendwelche Schafköpfe. Ich hab Fledermauswolle. Das Ding ist, ja. Schafköpfe? Nein, macht man nicht. Ich wollte schon sagen, welches Modpack hast du genommen? Du, nee, es gibt so ein Ritual, wo du ein Schaf brauchst, das musst du opfern. Ja, Blut, oh, Magie wahrscheinlich. Ja. Was Stalo machen möchte. Aber, naja, ich habe mich damit halt noch nicht so beschäftigt. Ich habe echt den beschissensten Bauplatz gekriegt, wenn ich mir das so angucke. Du musst dir eigentlich nur einmal eine ebene Fläche ziehen, dann hast du ja schon gut alles. Ja, toll. Ja, toll. Das muss ja noch nicht mal Stein sein, das kann ja auch einfach Dirt sein. Oder Holz. Ja. Und wenn ich dann noch Wasser reinhaben möchte, dann habe ich Strömung drin. Das stimmt. Die Frage ist ja, mache ich. Das sieht ja doof aus. Also, kannst du sagen, was du willst, wenn du da eine Fläche reinziehst, sieht es scheiße aus. Z. Was war die Höhe Y, ne? Ja. Oh, du gehst mir auf den Sack. Oh nein, ich habe einen großen Fehler gemacht. Einen großen Fehler. Wem gehört eigentlich das Steinhaus hier? Ach, das war Sofa-Gaming, ne? Das sind ja auch zu dritt, ey. Ja, das ist, zu dritt ist das immer sehr viel einfacher, ein Haus zu bauen. Vor allem, wenn man zu dritt gleichzeitig dann aufnimmt halt. Der eine sucht Stein, der andere sucht Holz. Ja, und der andere baut oder so. Weißt du, das ist ja... Okay. Wir schaffen das auch so, Goro. Schaffen das auch so, genau. So, ich baue mal hier so an Herr Blaze Run dann. Warum ist hier Gravel? Ich könnte kotzen. So. Der hat auch schon ein Bett. Ja, wer jetzt noch kein Bett hat, ist, ne? Selber schuld, ne? Goro. Hasse dich. Ich habe dich schon immer gehasst. Habe ich das schon mal erwähnt? Hast du jetzt eigentlich ein Bett? Ja, habe ich gerade diese Folge gecraftet. Hast du echt? Nein. Ich habe mich für dich gefreut, aber so freue ich mich nicht für dich. Ich sag gut, Goro. Du bist ja voll der Schnelle. Oh, jetzt habe ich ganz eine scheiß Lilipads gesammelt. Damit du auf deinem Wasseroberfläche. Du, genau, bau deinen Boden noch aus Lilipads. Da kannst du aber nichts drauf platzieren. Das schwebt in der Luft. Ich habe schon eine schwebende Working Bench. Schwebende Working Bench. Ich höre gerade Zombies. Ich habe Angst, dass die mich hier angreifen. Quarz gefunden. Jawohl. Ich baue mein Haus aus Quarz. Nein, nicht wirklich. Ich habe ganz viel Quarz. Boah, weißt du, was schön wäre jetzt? Eine Turtle. Oh. Mir fallen viele Dinge, die schön wären. Eine Ebene auf der Eine Ebene auf der ich bauen kann. Geh doch zu den Magiern, die haben gar kein Wasser. Es ist auch doof. Ich möchte ja. Ich weiß auch nicht. Dein Dings ist ganz geil. Mit halb Wasser, halb Erde. Ich habe mir Sahnestücke rausgesucht. Ich habe mir kein Sahnestück raus. Ich wollte eigentlich dahin, wo Krabs ist. Ja, ja. Kannst ja jetzt. Er braucht ja scheinbar. Nein. Es. Oder nee, vielleicht baut Blaze dahinter, aber wen haben wir sonst im Team? Vielleicht ist das ja der Sachse gegenüber. Nee, Sachs. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir extra ein Schild an mein Haus gemacht, damit andere wissen, dass ich das bin. Ach, da sagst du was. Ich muss tiefer kommen. Ich brauch dir. Ich schreib Goros Trauerspiel. Goros Trauerspiel. 21. Ich muss auf Höhe 15. Oder ach, dieses... ich muss das auf mein Grundstück machen, ne? Ich hab's an mein Haus geklatscht, direkt an die Wand, ja. Also theoretisch ist das Schild nicht mehr auf meinem Grundstück, es kann jeder abbauen. Aber wer macht das? Ich höre Zombies. Ich werde hier ganz paranoid. Goro? Hm? Ich muss gerade ein Schild schreiben. Das war jetzt so... Was hast du gesagt? Ich habe jetzt ein geiles Schild gemacht. Goro? Mehr hätte ich nicht gesagt. Weil auf einmal Stille war. Ja, ich brauchte ein Schild. Ich habe halt gesagt, ich werde paranoid und dann hast du nichts mehr gesagt. Und dann denke ich mir, ich drehe mich so um und sag so, Goro?
Die Enderman whispern dich hier zu, ne? Hast du das bei Dalu gesehen? Nee, ne? Mhm. Im Intro hat er das ja schon. 2 Minuten jeder Folge konnte ich ja sehen. Ja, genau. Deswegen frage ich dann. Die Slame. Oh, da drüben sind Schafe! 3 Stück sogar! Ist das niemals? Das ist niemals lang. Oh, ihr drei seid sowas von tot. Oh, ihr drei leckeren Schafe, du. Husch, husch in the bush. Husch, husch in the bush. Zack! Ha! Tot! Ha. Was droppen die denn noch? Achso, Motten. Ach, auch Fleisch? Ja. Ist es eigentlich jetzt auch im echten Minecraft drin, dass die Schafe Fleisch droppen, oder? Ich weiß es nicht. Waren das hier jetzt irgendwelche Privatschafe, die ich umgelegt habe? Wieso habe ich nur 2 Wolle? Ich habe doch 3 Schafe getötet. Mich fragst du, warum ich 3 Schafe brauche? Keiner bewegt sich. Die droppen doch immer in Wolle. Nein! Wieso? Wieso kam ich nicht von hier? Von wo bin ich gekommen? Scheiße. Ich habe nur 2 Strings. Oh, hier ist noch Zuckerrohr, da kann ich mir ja gleich noch eine Handvoll. Da bin ich gekommen. Zuckerrohr ist wichtig. Wichtig. Wichtig und wichtig. Weil Papier ist wichtig. Oh ja. So. Direkt mit dem Creeper ja, angelegt hier. Weg. Oh scheiße. Scheiß Modpack, ey. Ich steig aus dem Projekt raus. Echt? Scheiße, schade. Schade? Schade. Die Magier sind auch nur zu 9, dann passt das ja. Ist schon gemein jetzt. Ein bisschen. Schon ein bisschen sehr. Was mache ich, wenn auf dem Grundweg gegen... Was gibt ein Horsebuff? Gegenüber? Pass auf, das ist jetzt Regelfrage. Ja? Auf dem Grundstück gegenüber ist ein Skelett, was mich die ganze Zeit abschießt. Darf ich das töten? Ja, müsstest du das Haus betreten? Übers Grundstück laufen darfst du ja theoretisch. Wieso geht der Horsebuff nicht weg? Weiß nicht, jetzt ist er ins Wasser gesprungen und kommt rüber zu mir. Oh, Goro. Bist du das Skelett? Nee. Nein, das geht hier nicht. Nicht schon wieder ein Teamkill machen hier. Beide Folge ist... Ich muss mal kurz reloggen. Left the game. Fehlerhafte Aufnahme. Oh, jetzt ist er weg. Lass dir nie einen Horsebuff zulegen, ey. Der geht nicht mehr weg. Pferdebuff? Ja. Das sind Nefi und Goro. Auf Amadeus und Sabrina. Der Horsebuff? Der zoomt nämlich. Der zoomt nämlich deine Sicht an. Von wo kam ich? Von da? Ich glaube von da. Ich hätte mir einen Waypoint setzen sollen. Und wo macht man Waypoints eigentlich? Was? Wo setzt man nochmal Waypoints? Auf der Map. At. Hier ist Waypoint. Waypoint Name. Zu Hause. Zu Hause. Farbe? Die Farbe soll schön sein. Schön. Farbdefinition. Schön. Ich möchte das so ein bisschen türkis. Es kann auch ins Braune gehen. Warte mal. Leute, das ist jetzt vielleicht scheiße, aber ich komme hier nicht mehr raus. So. Hause. Wisst ihr, was hier schlimmer ist, Leute? Back. Ich habe keine Sticks mit. Hast du Holz dabei? Nee. Oh, ich komme nicht aus dem Wasser raus, ey. Ich möchte ein anderes Grundstück. Aber Goro, dein Grundstück wird das schönste sein. Wird es auch. Es dauert noch ein bisschen. Richtig. Ich hab... Ja. Hä? Ich kann mir einen Bogen machen, glaube ich. Hä? Ja. Wie kam ich hier runter? Ich will nicht mehr aus der scheiß Höhle raus. Ich möchte den Horsebuff habe ich vorher nicht gehabt. Das heißt, von da bin ich nicht gekommen. Ich übersehe gerade ein Loch, wo ich durchgekommen bin, glaube ich. Du. Hier
Hier stand ich und hab die Dinge abgebaut. Von wo kam ich denn da? Von da. Ich bin hier runtergefallen, glaube ich. Ja, komm ich da jetzt hoch? Ist das normaler Stein? Nee, ist Iron Ore. Ja, genau, ich baue mich mit Iron Ore hoch. Genau, du hast es ja. Weißt du, kaum ist es. Ah, ich hab's gefunden. Ah, schön. Ich bin wieder raus hier. Oh. Ich muss aber sagen, es ist schon ziemlich sportlich von dir, dass du nicht mehr Folgen aufgenommen hast. Du warst ja nicht da. Oh, Nephi. Was ist das? Rebellfahrländer. Hau ab. Aua. Poison. Man kann ein Gift ja nicht sterben, ne? Alter, lach dich nicht kaputt. Das ist nicht lustig. Doch, dieses Aua, Poison. Mann. Da, dieser fiese Möb. Ja, und hier hat ein Enderman Holz geklaut. Was ist das denn? Och, Leute. Dann meine, das gibt's ja nicht. Der Server löst sich auf. Du kennst ja von Towncraft die Notes, ne? Diese glänzenden Punkte. Es gibt hier Notes, die fressen da die Umgebung auf. Echt? Da musst du voll aufpassen. Das heißt, du kannst die Notes hier einfangen und in dein Haus tun. Du hast dann nur ein Problem, wenn die Note anfängt, dein Haus wegzufressen. Das ist nicht so geil. Ja gut, kann ich die im Duell... Wir müssen ja überlegen, was können wir im Duell? Wir müssen ja. Ja, eine Note frisst ganz langsam die Umgebung weg. Wir müssen mal einen Plan spielen. Wo halten wir die Duelle eigentlich? Gibt's bei das darfst Arena? Du dir aussuchen. Aussuchen? Du darfst die Kampfumgebung auswählen, wenn du herausforderst. Hier im Wasser. Könnt ihr mal sehen. Hier im Wasser. Könnt ihr mal sehen, wie scheiße das so ist? Ich muss mir noch eine Kiste bauen, es ist soweit. Ich brauche unbedingt ein Boot. Wie craftet man ein Schiff? Sticks und Holz. Ich habe jetzt eine Kiste über meinem Bett. Ich hoffe, das backt nicht oder so. Ich habe eine Schale gemacht. Nee, das kann ich so nicht stehen lassen. Puh, Kisten kann man übereinander stapeln, ne? Das ging ja. Ja, genau. Okay. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Ich wusste auch nicht, dass die Spanier jetzt, um das nochmal so aufzugreifen, so schlecht Englisch sprechen. Ja, tun das sie. Das war schon schlimm. Aber jetzt waren wir natürlich auch nicht in so einer Touri-Gegend. Wir waren ja mitten bei den Eingeborenen. Mitten bei den Eingeborenen. Und deswegen konnten wir auch so viele geile Sachen mitmachen. Weinfest und so. Das war schon schön. Ich wollte jetzt mit dir darüber reden. Betrunken hat er sich betrunken. Auch. Auch. Nicht nur, aber auch. So, das kann das hier rein. So. Wie ist das eigentlich? Wir müssen ja plündern können, ne? Ja. Und dann sagen wir mal, ich habe noch Kohle in meinem Ofen. Die darf ist geklaut werden. Was? Du darfst ja nichts im Ofen drin haben. Also ich muss nach jeder Folge quasi alles deswegen ausmachen. Hast du ja die 15 Minuten Vorbereitungszeit. Ach so. Ah, okay. So habe ich das verstanden. Okay, gut. Ja. Gibt's denn? Oh, der Alarm. Der Alarm. Alarma. So, das passt so eigentlich. So. Gut, ja, ich habe sonst nicht so viel zu machen hier. Ich bin auch gleich fertig. So, Moment. Ist das hier anderes Rotten Flesh? Nee, okay. Ich mach mir noch eine. Ich verbrat das Eisen nochmal schnell. Eine Pickaxe, Eisenpickaxe soll drin sein. Und noch ein Eisenschwert. Man weiß ja nie, wann das erste Duell kommt. So. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.